Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen und Hallöchen an unsere besonderen Gäste. Heute einmal haben wir Katha am Start. Hallo. Hallo. Und Epic ist auch mit dabei. Moin. Hallo. Und natürlich Dauergast Elina. Hallo. 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 Und wir sind auch ein Team, Elina. Komm mal rüber auf meine Seite. Team Rot. Jawohl. Sind wir. Ja, und wir treten heute an gegen Team Blau. Mission für die heutige Episode lautet, wir müssen einen Death Run bauen für das gegnerische Team. Das heißt, mit verschiedenen Rätseln und Jump'n'Run und Lava und Magma und Monstern und was man halt alles so bauen möchte. Und dann, am Ende, platzieren wir unsere Boss-Skins. Also einmal Lina, einmal Banks. Ja, das gegnerische Team Blau macht das auch. Dann tauschen wir die Seiten, müssen den Parcours absolvieren. Und wer das zuerst schafft, der hat gewonnen. Ich habe eine Idee, Elina, die erzähle ich mal kurz. Und zwar, wir machen eine Art Erdhügel, ja. Und in diesem Erdhügel verstecken wir verschiedene Truhen. Und in einer Truhe befindet sich eine Schlüsselkarte. Warte, haben wir? Haben wir das über... Ja, haben wir. Und dann kommt man in Stufe Nummer 2. Ja, clever. Aber wir müssen irgendwie was einbauen, damit man auch sterben kann. Vielleicht so Enderkristalle, dass wir die so hier reinbauen. Ich weiß wie. Ja, ich weiß wie. Wir machen Erdeminen. Ja! Haben wir das? Warte, ich glaube, die gibt's doch, oder? Ja, hier, Erdmine. Perfekt. Okay, wir haben ja World Edit zur Verfügung. Das heißt, wir nehmen jetzt hier ganz fix, machen wir, gar kein Problem, Elina. Wir machen von, wir brauchen hier und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir so, Elina, oder was sagst du? Zack, 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 zack. So ein schöner Erdhügel. Zack. Jetzt haben wir Erde und grobe Erde. Aber... Nee, nix aber. Das war's. Ende. Fertig. Okay, jetzt müssen wir die Truhen... Nee, erstmal müssen wir einen Weg bauen. Wir machen am besten hier so kleine Stufen hoch, damit man hier so rüberlaufen kann. Also hochlaufen kann, meine ich. So und so, so. Okay, jetzt müssen wir Truhen verstecken. Zuerst verstecken wir die Truhen und dann verstecken wir die Minen. So, jetzt kann man hier hoch. Hier oben ist eine Truhe. Am besten, so, hier oben machen wir eine Truhe, so eine ganz normale Basic-Truhe. Und direkt vor die Truhe machen wir schon mal eine Mine. Das ist eine super Falle. Oh, aber ja. Das machen wir am Ende nicht jetzt, Elina, sonst jagen wir uns selbst in die Luft. Genau, Schaufeln. Sie brauchen Schaufeln. Truhe Nummer 1 kommt hier hin. Erste Truhe. Truhe Nummer 2 kommt hier hin. Zack. Und Truhe Nummer 3 kommt hier. Ach nee, 5 wollten wir ja machen, ne? Dann machen wir 5. Ja. Warte, ich habe dann die Gewinnertruhe hier. Okay. So, da tun wir rein die Schlüsselkarte Level Nummer 1. So, zack, packen wir rein. Jetzt müssen wir das natürlich alles wieder zubauen, die wieder mit Erde. Alles zu. Jawohl. Und jetzt kommt hier die 6. Mine hin, Leute. Da musst du mega aufpassen, dass du da nicht reinrennst. Die ist genau vor der Truhe. Oh, oh Mann. Jetzt müssen wir eine Wand bauen, Elina. Mit einer Tür, damit man hier auch nur durchkommt, wenn man die Schlüsselkarte hat. Ja, ich kann eine coole Tür bauen. Oh. Ach nee, das... Nee, das muss so eine Sicherheitstür sein. Ja, ich hab's auch kopiert jetzt gerade. Tür machen wir hier hin. Schlüsselkartenlösegerät flanken wir hier. Und da machen wir natürlich gleich 1. So, das heißt, wir brauchen die 1, um da durchzukommen. So, Elina, jetzt kann man hier alles... Bist du schon dabei? Ja, ich sehe schon, bist schon dabei. Bin dabei. Jawohl, sehr schön. Zack, zack. Super, jetzt gehen wir hier durch, weil wir haben keine Karte aktuell, das heißt, wir müssen mehr durch. So, Mission Nummer 1 haben sie schon mal geschafft. Was machen wir für eine zweite Mission, Elina? Vielleicht so ein Jump'n'Run über Lava, so ganz klassisch? Aber das ist so einfach, da muss irgendwie was Geileres her. Ich habe eine Idee, Elina. Ja? Ja, pass auf. Und zwar, wir machen... Wir machen hier so eine Art... Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wir bauen so eine Art Schusssystem, Schussanlage. Ach so, ja. Und zwar, ja, pass auf, das wird krass. Über das ganze Jump'n'Run hinweg, so damit die einen quasi, damit es ein bisschen schwieriger wird und man nicht einfach so jumpen muss. Und zwar packen wir da rein Skelette. Ja, du, ach so, nee, keine Werfer, Elina, Skelette. Ja, ich hab schon verstanden. So, weil Werfer, ich weiß nicht, ob die so effektiv dann sind. Also so. Kann ich die da schon reinpacken? Ja, einfach, Der erste Test ist ein bisschen schief gegangen. Wir haben dazugelernt. Und zwar brauchen wir für jedes Skelett einen einzelnen Raum, damit die sich nicht gegenseitig da abfeuern, die Idioten. So, okay, jetzt, das sieht doch schon super aus. Okay, jetzt platzieren wir da einfach ein Skelett in jeden Raum rein. So, dann können die sich auch nicht gegenseitig behaken. Ich glaube, das wird ein mega schweres Jump'n'Run. Guck mal, wenn die alle einen beschießen. Haha, okay. Jetzt brauchen wir Lava.
Easy, Leute, machen wir hier Lava bis hier so hin. So, zack. Die Lava ist platziert. Wir sollten aber hier vielleicht so, damit man zumindest so eine Art Checkpoint hier hat. So, okay, das heißt, man kommt hier durch. Und hier ist man dann im Lava-Raum. So, wir brauchen aber, Elina, wir brauchen Barrier-Blöcke, damit man nicht einfach hier draufspringen kann und vorbeilaufen kann. Ah, ja, das sieht schnieker aus. So, genau. Jetzt machen wir das Jump'n'Run schön aus Stufen. Was ist denn immer schwierig? So Teppiche sind schwierig, ne? Mit Zaun. Zaun mit Teppich. Oh, machen, ja. Ja, wir machen oder Zaun. Leitersprünge. Nee, Leiter, findest du? Wir ich finde Leitersprünge Rot, super passend schwierig. Passend zu Team Rot. Okay. Ich hoffe, das Holz brennt nicht ab. So. Naja, wenn das Holz abbrennt, dann wird das Jump'n'Run halt ein bisschen schwieriger. Hep. Hep. Ja, kann man schaffen. Okay, easy. Jetzt müssen wir hier den Weg bauen wir hier ein bisschen zu. So. Und dann machen wir hier so einen kleinen Gang. Hier machen wir den nächsten Durchgang. Dann hat man das auch geschafft. Du musst ja bedenken, die Sprünge, schwer hin oder her. Man hat ja auch Skelette, die auf einen schießen. Stimmt. Das heißt, die dürfen auch nicht zu schwer sein. Okay, so. Wir müssen aber hier, Lina, ziehst du die Wand hier mal ganz nach oben? Weil wir müssen dafür sorgen, dass sie hier nicht einfach irgendwelche Stages überspringen. Na, selbstverständlich mache ich das. So, dann Eisentür. So, jetzt gibt es eine Eisentür. Wo haben wir die? Da, Eisentür. Mit einem Knopf, den man drücken muss. So, die platzieren wir dann einfach hier so hin. Zack, und ein Knopf. So, nee, das passt nicht so. Okay. Platz für eine Stage haben wir noch. Was wollen wir machen? Oh, Leute, ich habe eine coole Idee. Ich habe hier gerade schon was getestet. Und zwar machen wir einen kleinen Bogenparcours. Wir machen verschiedene Knöpfe, die verschieden schwer zu treffen sind. Elina, jetzt rast doch hier nicht direkt aus. Und man muss sie mit einem Pfeil treffen, um quasi das nächste Level weiterzukommen. Wir machen quasi so 5 Bogenlevel und dann kommt man zum Finale. Okay, Elina, wir brauchen Level. Ja, Level Nummer 1 ist ganz, ganz easy, oder? Dann machen wir erstmal hier. Ich würde sagen, wir machen dann immer so. In beide Richtungen kann das sein. Also, nee, nur ein Rät. Nee, warte. Die Apparatur ist fertig. Okay, jetzt brauchen wir aber Redstone. Geht das so? Oh, das wäre super, wenn das so klappen würde. Können wir das mal kurz testen? Oh, perfekt. Okay, das heißt, wir können das ganz easy so machen. So, testen. Jawohl. So. Aber dann kannst du, können den Button nicht wirklich verstecken, weil... Naja, sie sehen ja, wo das Redstone hinführt, weißt du? Ich hab's gleich. Oh, warte, ich hab den Button gedrückt. Mach nochmal. Ja, und du kannst durchlaufen. Okay, das ist Stufe Nummer 1. Easy, aber wir machen das natürlich jetzt kurz. Es wird immer und immer schwieriger. Bei der zweiten machen wir... Warte, Elina, wir brauchen so eine... Wie nennt man die, die auf dem Feld stehen, hier diese Streudinger? Strohmänner? Wie heißen die denn? Oh, hier kann man ja gar nicht raus. Nee. Warte, ich mach dir einen Weg. Ey, was machst du denn da? So, klappt das? Ja, Weg Nummer 2. Okay, den Fall sammeln wir mal ein. Hier nicht, dass hier schon durch die offene Tür durchlaufen können, weil wir die schon aktiviert haben. Okay. Ich teste dann den Schutz in die. Da brauche ich einen Bogen für. Ja, einen Bogen. So. Also, die habe ich mir jetzt aber schöner vorgestellt. Die werden noch schöner. Aber pass, man muss auch dem. Ja, schon schwieriger. Aber die müssen breiter sein. Ja, ich krieg die noch breiter. Es ist noch zu leicht. Ich glaube, warte. Warte, nein, nichts machen, nichts machen. Ich kann das. Ich okay. Bin darin geübt. Ja, das ist schon gut. Warte, ich teste. So, kann man das jetzt noch treffen? Oh, das ist schon schwieriger, aber geil. Okay, super. Nicht zu schwierig, Elina, das passt schon. Stufe Nummer 3. Was machen wir da? Vielleicht durch Wasser, dass man den gar nicht sieht, den Button. Elina, wie kriege ich das hin, dass das Wasser da nicht rausfließt? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht mit Stufen oder so? Geht das? Fließt es dann da raus? Nee, bei Stufen fließt es nicht vorbei. Easy, Problem gelöst. So, zack, 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 zack. Wenn wir jetzt ja Wasser runterfließen lassen, klappt das, Leute? Ja, guck mal. Und da muss man jetzt durchschießen und der Button ist da. Ich habe das mega gut versteckt, Elina. So, schau mal. Ah, nee, warte. So, schau mal. Siehst du irgendwas Verdächtiges? Ja. Ja. Nee, man denkt, man muss auf den Knopf schießen, ne? Schieß mal. Boah, ich sehe gar nichts. Wo muss ich hinschießen? Ja, schieß mal auf den Holz.
Okay, muss er dich auch treffen. So, macht gar nichts, ne? Geil. Ja. Und jetzt schieß mal hier an den Knopf. Den sieht man so ein ganz kleines bisschen nur. So weit oben. Ja! Ja! Yes. Ja, der öffnet beide Türen, da der besonders schwer ist. So. Und jetzt sind wir beim Finale und jetzt platzieren wir. Zack. Die Monster. Killer Banks. Was? Du hast mich gerade Monster genannt. Ja. Und Killer Elina. Bup. Hi. Hallo schön. So, die muss man dann bekämpfen mit den Sachen, die man halt übrig hat dann noch am Ende, ne? Weil mit jeder Tod zieht einem ja ein Item ab. Wir sind fertig, Elina. Wir müssen uns ausrüsten, Elina. Schnapp dir dein Zeug. Ja. Zack. So, ihr macht zuerst unseren Parcours. Ich bin gespannt. Wir haben ein paar kreative Dinger verarbeitet. Okay, wir auch. Okay, dann legt mal los. Let's go, ihr seid Gott, dran. Oh, Moment mal. Müssen wir jetzt im ganzen Erdblock hier die Keycard finden? Oh, mein Gott. Okay, die Explosion war ein bisschen krasser, als ich gedacht hätte. Ui, wir haben ein Leck. Technische Störung. Was ist denn hier los? Jetzt wurde die Schlüsselkarte leider in die Luft gesprengt. Weil die habt eine Kettenreaktion ausgelöst. Das war so nicht geplant. Und dann seid ihr nicht mal gestorben dabei, hä? Stufe Nummer 2. Oh, oh. Carter, wo bist du? Jetzt wird's. Was? Ja, das zählt als tot. Zack! Nein! Warte, ich mach die auf, bitteschön. Danke. Oh, Moment mal. Carter, geh du mal vor, okay? Nein. Oh okay, je. Warte mal. Ich treffe dich. Oh nein, Elina, die haben ja noch ihren Bogen. Das habe ich gar nicht. Aua. Egal, trotzdem gut. Stirbst denn du nicht, Epic? Du brennst doch. Jetzt geh doch mal down, man. Oh, Goldapfel verbraten. Kann man das machen. Das sind so viele Skelette. Das schaffen wir ja niemals. Aber doch, die können wir abdingsen. Die können wir abschießen. Stimmt, sicher. Das ist eigentlich gut. Da verbraten sie schon mal Pfeile, Elina. Gar nicht so eine blöde Idee. Hallo. Und nein! Du bist bei mir im Weg gewesen. Ihr könnt auch eure Rüstung dann teilen. Und so, ach, nein. Oh, ich glaube, Elina, da wäre eine gute Wahl getroffen hier. Mhm. Wir schaffen hier noch nicht mehr das Jump'n'Run, Carter. Was ist denn hier los? Oh Mann, das ist so schwer. Vor allem, der Tunnel geht ja noch richtig weit. Das stimmt, das ist ja, das ist dann danach wird es einfach. Ich jawohl, du hast ihn. Okay, jetzt ist im letzten Raum ist noch einer. Okay. Ich kann durch. Tschüss. Jawohl. Okay. Hey, ich bin noch nicht so weit. Ich bin schon hier hinten. Ja, warte, du hast es jetzt auch geschafft. Ihr seid ja ein Team. Da hinten ist doch einer. Na, den hast du doch gerade davor gemacht. Ja, und was mit dem hier? Der ist falsch. Da kannst du 20 Pfeile drauf schießen. Es gibt auch falsche Button. Ja, natürlich. Ach, warte mal. Der ist. Und wo gibt's denn sonst noch einen Button hier? Also der sagen wir mal so: Cutter kann den besser sehen als du gerade. Das ist der Button. Oh, was? Oh. Ihr schießt euch mehr gegenseitig ab. Ja, ein bisschen weiter rechts musste. Weiter rechts, noch ich weiter rechts. Den. Und? Jawohl! Zack! Und seid beim Endgegner! Das ging aber schnell, ey. Ja. So, zack. Komm mal, die kriegen uns nicht mal. Das ist ja richtig praktisch. Hast du noch Pfeile? Oh, einer! Wieso bin ich zuerst K.O. gegangen, hä? Auf ihn wieder! Wieso? Oh! Ihr habt's geschafft! Ja! GG! Jetzt gibt's einen Seitenwechsel, Leute, auf zu euch! Ründchen Nummer 2! Oh je! Ich hab Angst, dass hier ein Barrier ist. Hier ist schon mal eine Leiter. Hier sind Barrier-Blöcke, okay, da kommt man nicht lang. Aber wieso ist hier eine Leiter? Barrier. Die ist ja nicht ohne. Oh Gott, du hast mich beinahe runtergeschoben. Ich hab gar nichts gemacht, Elina. Moment, die ist ja nicht ohne. Ich hab eine Idee, lockerst da. Ich auch. Man muss bestimmt. Kann die das klappen? Ich wusste, dass das Feldwasser ist! Oh, beide sind schon down. Oh Mann. Ups, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hallo, Elina! Hallo, Ben! Die Schuhe, oder? Oder den Bogen? Ich schmeiß den Helm weg und du deine Schuhe. Ja, die Schuhe weg damit. So, okay, hui. Okay, da ist ein Barrier-Block. Da kann man aber. Ah, ne, kann man nicht drauf spielen. Da sind zwei Barrier-Blöcke. Okay. Entschuldigung. Okay, man muss schon hier hin, denke ich mal. Man muss halt auf die warte. Okay, da sind ganz viele Barrier-Blöcke. Ah, nee, der zweite Gang ist frei. Da muss man, glaube ich, hin. Gott, schafft man das? Ich probiere es einfach mal. Vielleicht sterbe ich jetzt wieder, Elina. Und? Jawohl. Ah, nice. Okay. Ah, sehr gut, ja. Ich bin dran, Warte, Elina, ich muss erstmal hier weg. Also quasi hier sind Barrier-Blöcke. Ja, du musst hier auf diese zweite Ebene springen, wo ich stehe. Aber pass auf, ich muss erstmal weiter. Ja gut, hier kann man ja drauf
Ist da ein Barrel? Hier kann man ja drauf sneaken, kein Problem. So. Oh. Kann ich jetzt? Ja, mach mal. Oh, schnell raus. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Okay, jetzt hier weiter. Das Wasser ist halt wahrscheinlich wieder giftiges Wasser. Oh! Ja, geh du mal vor, Elida. Wir warten mal kurz. Ja, stimmt, die haben ja nicht unendlich. Lass ihm die Pfeile raus. Sag. Oh, aber dann verbrenne ich. Ach so. Warte, warte, warte. Oh, Elida, schaffst du mich da nicht ins Wasser? Wir machen gar nichts. Tja, das war eine Sicherheitslücke, Leute. Raus damit ihr. So, so. Was? Die ganzen Pfeile? So. Komm, wir sammeln jetzt alle Pfeile. Oh, 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 ich komme hier nicht wieder raus. Jetzt ist Ben da unten gefangen. Oh nein. Oh, ich muss. Grobe befreit. Okay, jetzt müssen wir hier lang. Aber, oh, pass auf, wir sind wieder Barrierblöcke. Erstmal essen. Oh, da hinten sind die Endgegner, Elina. Oh, den Leitersprung, ja, schaffe ich den? Ich bin bereit. Jawohl. Ich bin bereit. Oh, warte doch auf mich, du Verrückt. Oh, die sind Fallen. Pass auf, nicht in die Fallen laufen. Warte, sie hängen auf fest. Ihr habt eure eigenen Boss-Leute in die Falle gelassen. Nein! Aua! Aua! Wieder. Jawohl! Oh, ich hab den einen! Oh, das war. Oh, guck mal, Diamanten und Gold hier als Belohnung. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Schaut auf jeden Fall bei unseren Gästen vorbei. Links dazu in der Videobeschreibung. Da nehmen wir jetzt auch noch gleich was auf. Und ihr könnt mich abonnieren und auf das Video draufklicken. Genau dort, wenn ihr zur nächsten Episode kommen wollt. Würde mich freuen. Dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Wensern. Ciao! Tschüss! Tschüss.